Ja, hallo, grüße dich. Heute geht es um das Thema ROI, Return on Investment, insbesondere was Telemarketing, B2B-Telemarketing-Kampagnen betrifft in der IT-Branche, im IT-Sektor. Diese Fragen tauchen immer wieder sehr häufig auf und dort gibt es auch erfahrungsgemäß gerne mal zu, da kommt es auch gerne mal zu Komplikationen, was den eigentlichen Return on Investment betrifft. Warum und weshalb? Mehr dazu, wenn dich das Thema interessiert, dann bleib dran. Gleich nach dem Intro geht's weiter. Bis gleich. Ja, hallo. Heute geht es um das Thema ROI, also Return on Investment, was Telemarketing-Kampagnen insbesondere für den IT-Sektor betrifft. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, muss ich gleich mal vorwegnehmen, denn wir haben ja im IT-Sektor, also wenn es darum geht, IT-Lösungen und Produkte zu verkaufen, Dienstleistungen, manchmal, ja, was heißt manchmal, eigentlich grundsätzlich sehr unterschiedliche sogenannte Sales Cycle. Das heißt, wir haben natürlich Sales Cycle von 3 bis 4 Wochen manchmal, ja, also zum Beispiel kleinere Workshops von 1 bis 2 Tagen, 1 bis 2 Mann-Tagen. Dann gibt es Sales Cycle, die sind ja etwas länger, die dauern etwas länger, vielleicht 2, 3, 4 Monate. Und dann gibt es sogar Sales Cycle, die dauern bis zu 12 Monate. Meistens geht es dabei um größere Projekte mit mehreren Millionen Budgetaufwand, die dann häufig aber auch, und das muss ich auch gleich dazu sagen, mit kleineren Workshops häufig beginnen. Das heißt, kleinere Sales Cycle werden meistens dann in Verbindung mit größeren Sales Cycle angeboten. Und da kommen wir auch gleich schon zu der ein oder anderen Lösung, wenn es darum geht, wie mache ich denn eigentlich eine Telefonmarketing-Kampagne B2B messbar? Es gibt natürlich auch einige Agenturen, zum Beispiel Telemarketing-Agenturen, die arbeiten in Großprojekten, machen sehr viel, ja, Datenpflege zum Beispiel. Ja? Also die rufen einfach bei Bestandskunden an oder bei Bestandskundenlisten, die auch teilweise schon sehr veraltet sind, und erneuern diese einfach. Ja? Also die Fluktuation erhöht sich ja relativ immer schneller jedes Jahr gefühlt, aber auch tatsächlich rotieren die Angestellten und die Entscheider in unterschiedlichen Partnerorganisationen oder Kunden immer schneller, und da lohnt es sich vielleicht auch ab und zu mal Bestandskundenpflege einfach zu betreiben. Aber was den Return Investment betrifft, ist es hier natürlich die Problematik, dass man hier ja nicht so richtig, das Ganze nicht so richtig messbar ist. Wirklich messbare Telemarketing-Kampagnen hingegen sind natürlich ja viel wertvoller noch, ja, viel, viel wertvoller. Und hier muss man häufig auch ein bisschen tiefer in die Tasche reinlangen, weil man hier eben auch Leute benötigt, die ganz konkret sich auseinandersetzen können mit der einen oder anderen Lösung und diese eben schon sozusagen in Form eines Termins oder Besuchstermins sehr, sehr hochwertig vorqualifizieren können. Ja. Und hier an dieser Stelle, der Vorteil dadurch ist natürlich gegeben, dass man hier sehr gut den ROI hier eben ausrechnen kann. Also mal als Beispiel, einen Workshop von 1 bis 2 Manntagen im Sektor ERP, sagen wir mal SAP. Ja, also wir verkaufen also Dienstleistungen, wir sind ein IT-Systemhaus, spezialisiert auf SAP-Dienstleistungen, Programmierung etc. pp., unterschiedliche Module, Migrationen etc. Und ein Workshop von 1 bis 2 Manntagen ist in der Regel so zwischen 4.000 und 6.000 Euro. Wenn wir jetzt also hier eine Kampagne, also sagen wir mal so das kleinste sinnvolle Paket, bei einer namhaften Agentur ist meistens so um die 4.000 bis 5.000 Euro im Monat, dann müssen wir letztendlich hier, wenn wir das Ganze ausrechnen wollen, summa summarum ja einen dieser Workshops pro Monat
verkaufen, um Break-Even zu machen. Ja? Aber damit ist es dann natürlich noch nicht abgefrühstückt, das Ganze, denn solche Workshops sind ja meistens einfach nur sozusagen ein Fuß in die Tür, was ja größere Aufträge dann betrifft. Ja? Das heißt, man verkauft erstmal einen Workshop von 1 bis 2 Manntagen und dann gibt es in der Regel Folgeaufträge, die ungleich höher sind im Auftragsvolumen. Aber man möchte natürlich ungefähr ausrechnen können, wie sich so eine Telemarketing-Kampagne natürlich dann lohnt, Kosten- und Return-Investment-technisch. Und das wäre zum Beispiel jetzt eine Möglichkeit, wie man das machen könnte, besonders im Consulting, im hochpreisigen Consulting-Business, in der hochpreisigen Consulting-Sektor, wie zum Beispiel SAP oder auch andere Software- und IT-Unternehmensberater, wo man einen Workshop, sagen wir mal, zwischen 4.000 und 6.000 Euro verkauft, von, sagen wir mal, 1 bis 2 Tagen Maximum. Ja, das soll es gewesen sein. Eine Möglichkeit, wie man hier sozusagen den Erfolg einer Telemarketing-Kampagne etwas messbarer macht, ja, wie man Faktor Kosten und ROI, also Return Investment, ein bisschen greifbarer machen kann, ja, im Gegensatz zu ja auch viele Telemarketing-Kampagnen, wo das eben so gut wie gar nicht möglich ist, wo man zum Beispiel, wie ich es vorhin eben gerade erwähnt habe, reine Datenpflege betreibt, ja, sei es jetzt halt extern vergeben an eine Agentur oder auch intern in viele IT-Hersteller, Softwarehersteller, große Softwarehersteller haben teilweise ganze Teams, die sich rein nur um Datenpflege kümmern, ja, und das ist natürlich immer das Problem, dass man sagt, okay, wie machen wir das Ganze messbar, ja, wie messen wir hier Erfolg oder Misserfolg oder die Rentabilität eines solchen Teams, ja. Okay, das soll es gewesen sein zum Punkto Kosten, Return Investment, was Telemarketing B2B betrifft, im IT-Bereich, in der IT-Branche, ist nicht immer ganz so einfach, aber ist natürlich ein sehr wichtiges Thema. Und eins der meist gefragtesten Themen, die immer wieder Kunden auf mich zukommen oder potenzielle Kunden und hier ein bisschen etwas greifbares ja, Geschäftsmodell sich gerne wünschen. Ja, wo man auch gute Prognose machen kann. Ja, das soll es gewesen sein. Wenn du jetzt zum Beispiel für ein IT-Systemhaus oder ein Beratungshaus oder ein Softwarehersteller arbeitest und möchtest mit uns näher ins Gespräch kommen, dann klick einfach hier unten den Link oder hier oben und buch einfach ein unverbindliches, kostenloses Erstgespräch mit uns. Wir würden uns sehr freuen, dass wir da ein bisschen näher vielleicht ins Gespräch kommen, was so deine individuellen Anforderungen derzeit gerade sind. Und dann würde es mich freuen, wenn du beim nächsten Video auch wieder mit dabei bist. Oder eben im kostenlosen Erstgespräch. Bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Klein. Daumen hoch. Bis dann. Tschüss.